Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 5. August 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Und wie geht es dir dabei? Bitte verzeiht mir, dass ich gestern kein Video gemacht habe. Diese Hitze macht mich einfach fertig. Also seit diesem extremen Vollmond mit dem Mondfinsternis empfinde ich das Ganze so extrem heiß. Und das belastet auch und ist auch oft ein Problem, wirklich sich zu konzentrieren, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Also ist halt belastend, aber das kennt ihr ja auch wahrscheinlich von euch selber. Manche mögen diese warme Wetter, manche eher weniger. Ich gehöre zu denen, die das weniger mögen. Ich bin auch sehr hell und das ist mir auch einfach alles zu heiß. Also ich freue mich auf ein wenig Abkühlung und hoffe, dass es bald auch regnet und alles wieder in normalen Bahnen läuft. Ja, dennoch heute mit dem Video. Da mich gestern einige von euch angeschrieben haben, also ich habe jetzt auch mit einigen schon so Kontakt, die mir dann aus ihrem Prozess schon hier und da was auch rückmelden, wenn sie meine Angebote auch buchen. Also es passiert in diesem Prozess einiges und heute habe ich noch eine besondere Karte dazu genommen. Also es wird auch der Orakel etwas länger sein, aber ich wollte jetzt genau wissen, worauf ihr achten sollt, was euch die geistige Welt mit auf dem Weg geben möchte. So, dann bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und dich voll und ganz auf den heutigen Tag, natürlich auf deinen Seelenpartner, auf diesen ganzen Prozess, auf eure Verbindung und natürlich auch auf dich einstimmst. Konzentriere dich voll und ganz. Schließe deine Augen. Ich hoffe, du konntest entspannen und bist du nun bereit für die Botschaften. Ich beginne wie immer mit der ersten Karte hier bei deinem Seelenpartner aus dem Venus-Orakel. Und heute kommt der Eremit. Ich führe dich zu deinen eigenen Wurzeln zurück. Erkenne mit deinem Herzen. Also es wird heute ein Erkenntnis bei deinem Gegenüber, bei deinem Seelenpartner stattfinden und zu den Wurzeln zurück. Das bedeutet, ja, in der Kindheit, zu den Ahnen auch, ja. Ein alleinstehender Mann, der dich berührt und innerlich bewegt. Oder eine transzendente Wesenheit, die dir sehr spontan erscheint, deren Anwesenheit du plötzlich spürst. Diese Begegnung erinnert dich an dein wahres Wesen, an dein wahres Sein. Du wirst an deine eigene Liebesfähigkeit herangeführt. Du solltest zuerst allerdings zu dir selbst finden. Also das geht hier darum, bei deinem Seelenpartner, dass er einfach zu sich selber finden sollte, einfach erkennen, was er in seinem Leben möchte, wie das für ihn aussehen sollte, sich selber auch mit
betrachten sollte, wie er in diesen Beziehungen auch allgemein ist. Und dieser Mann wird ihn sehr dabei inspirieren und sehr bewegen, weil vielleicht begegnet er einem Mann, der sehr selbstbewusst ist, der etwas ausstrahlt, der sehr in seine Mitte ist, ja. Und ja, und das wird ihn inspirieren, auch umso mehr in seine eigene Mitte zu kommen und sein wahres Ich so nach außen zu strahlen, ja. Und ja, er nutzt diese Zeit, sich selber zu finden, auch den heutigen Tag. Jetzt schauen wir nochmal weiter. Also da kommt die Karte, kein Grund zur Sorge, also sagen die Engel, kein Grund zur Sorge. Und wie du das auch hier siehst, also es brennt hier noch hier das Feuer, ja. Und er braucht auch keinen Grund zur Sorge zu haben, dass da irgendwie jetzt eure Beziehung abflacht oder so. Aber manchmal braucht man halt auch mal Tage, wo man so einen Rückzug hat, ja. So, was sagen die Drachen? Spielen. Ich erlaube mir, wie ein Kind zu spielen und einfach nur Spaß zu haben. Also da kommen nochmal die innere Kindthemen vor. Vielleicht unternimmt er was mit seinen Kindern, falls er welche hat. Wenn nicht, dann wird er sich einfach auch mal fallen lassen und mal einfach Spaß haben, einfach wie ein Kind sein, also dieses Kindhafte auszuleben. Und das ist doch wunderbar, also zu sich zu finden, ja. Also dieser Prozess schafft ja alle irgendwie schon, also so laut Rückmeldungen sind alle irgendwie schon sehr gefühlsmäßig auch sehr, ja, kommen manchmal auch an ihre Grenzen, ja. Und hier das Seelenpartner-Orakel sagt, ja, das ist die wahre Liebe, dies ist eine Liebe, wie es sie nur einmal im Leben gibt. Und da kommt die Karte wahre Liebe, das ist ihm schon bewusst. Und hier, das glaube ich jetzt nicht, die Past-Life-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Also das ist ja wirklich, dass es hier aus dem früheren Leben bei euch kommt. Und es wird ihm immer mehr und mehr bewusster. Das ist unglaublich. Ja, und wie ich das schon mal in irgendeinem Orakel auch erwähnt habe, also gerade in diesem Monat, in August, habe ich die Rückführung in Angebot als Monatsangebot. Und das kannst du gerne bei mir buchen, kommst du einfach zu mir vorbei oder vereinbarst du einen Termin. Und ja, ich führe dich zurück in eine deiner vergangenen Leben, wo du mit deinem Seelenpartner schon mal zusammen warst, schon mal zusammen gelebt hast, dass du diese Infos dazu bekommst. Ja, schau einfach in meinem Shop, dann findest du dieses Monatsangebot. Und hier kamen zwei Karten. Und ich glaube, das hat aber auch wirklich mit diesen früheren Beziehungen auch zu tun, also mit deinem vergangenen Leben Beziehung. Also diese Eifersucht, der Pegasus hilft dir, dein Vertrauen wiederzufinden. Also dein Seelenpartner ist irgendwie auf dich eifersüchtig. Vielleicht bist du zu hübsch oder gut drauf und irgendwie, vielleicht hat er auch etwas falsch verstanden, auf jeden Fall ist hier eine Eifersucht oder vielleicht ist noch jemand an deiner Seite. Also die Eifersucht spielt bei ihm definitiv eine Rolle und das also in seinem Unterbewusstsein. Also die Vergangenheit ist ein Raum, der nicht mehr existiert und diese Eifersucht kommt vom Früher. Also es kommt, teilweise kann das auch sein, dass es mit seinen eigenen vergangenen Beziehungen zu tun hat, ja, wo er verletzt wurde und eifersüchtig war. Oder aber auch, es kann aus dem früheren Leben resultieren, dass er auf dich eifersüchtig ist. Also ich weiß jetzt nicht, was da zwischen euch war, ja. So, und hier kommt die Karte Engel für Karma-Erlösung und guck mal, wie das so schön sich zeigt. Ich darf mich von karmischen Belastungen befreien.
Also das ist bei deinem Seelenpartner auch ein Stück weit ein karmisches Prozess, ja, karmischer Prozess, weil er muss sich davon befreien, ja. Also eine Eifersucht ist immer eine mangelnde Vertrauen, ja. So, welche Karten sind hier? Also zwei, also da ist die Erotik und Sexualität spielt bei deinem Seelenpartner eine große Rolle heute. Und das langsame Vorankommen. Also es irgendwie, es kommt so langsam schleppend voran hier. Ja, aber die Sehnsucht nach Erotik mit dir ist dennoch da. Hier sind drei Karten gekommen und das ist so selten, dass hier drei Karten, also ich kann mich noch gar nicht daran erinnern, dass ich hier drei Karten hatte, aber dennoch ist es wichtig, also ich zeige dir das, dass du das, diese alle drei gemeinsam deutest oder deuten. Also Zeit des Nachdenkens, gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Also definitiv Rückzug. Und in diesem Rückzug, schau mal an, hier die Tränen, ja. Es fließen auch einige Tränen. So, dann zeigt sich hier das dritte Auge. Also das bedeutet auch diese Intuition. Also wenn ihr miteinander verbunden seid, so viele sind auch übers dritte Auge telepathisch miteinander verbunden. Hier ist das violette Schmetterling. Also das deutet nochmal auf eine Transformation hin. Also doppelt und dreifach. Also violett und noch Schmetterling. Ja, und die Tränen. Ja, und die Antwort ist aber dennoch ja. Die Antwort ist ja. Also hab wirklich da noch ja, Vertrauen, das wollte ich gerade sagen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Und dein Seelenpartner kämpft hier auch mit sich. Ja, also wirklich das zu akzeptieren, dass ihm das auch diese Seelenpartnerprozess, also geschehen ist, einfach anzunehmen, akzeptieren und vertrauen, dass es wirklich so sein soll. Auch diese Gefühle, was hochkommen und allgemein alles, dass das alles einen Sinn hat und alles auch ein Stück mit ihm zu tun hat, ja, weil jeder bekommt diesen Seelenpartner in sein Leben, wenn er sich weiterentwickeln möchte oder wenn der gerade in seinem Weiterentwicklungsweg sich befindet. Und das habe ich hier Sonne, Venus, Mond auf Erden Kartendeck gezogen. Das ist das schöpferische Werden. Erstmal auch auf dich mal wirken lassen, diese Venusblume hier wunderschön im Hintergrund. Ja. Und jetzt schau mal, was für ihn kommt. Wintersonnenwende, Geburt des neuen Lichtes in der Liebe. Hingabe an das neue Werden. Also ist für deinen Seelenpartner auch erstmal sich hinzugeben, wirklich für diese neue. Die Gefühle sind schon eine Weile da, aber so einen innerlichen Entschluss oder so eine innerliche Hingabe, ja, Geburt des neuen Lichtes in der Liebe, also das ist ein Prozess einfach. Und wie geht es weiter mit deinem Seelenpartner? Ja, und da kommt erstmal zweitgleisig, ja, dein Wunschpartner hat noch Kontakt mit einer anderen Frau. Vielleicht ahnst du das auch schon oder es sind deine Befürchtungen. Es kann aber auch sein, dass es wirklich nur deine Befürchtungen sind, die diese Karte leider bestätigt. Für ihn ist es wie ein Kick. Er tut es nicht, weil ihn der andere verliebt ist, sondern um sein Ego aufzupolieren oder sich von seinem Alltag abzulenken. Er trifft sich nicht mit ihr. Es geht um das Flirten und das heimliche, anonyme Kommunikation. Vielleicht ist er auch auf einem Single-Portal angemeldet. Also
schau mal einfach, was für dich so passt. Also ich möchte hier keine Verunsicherung verbreiten. Vielleicht passt das auch gar nicht für dich, aber bei vielen ist es so einfach, dass da noch irgendeine andere Person eine Rolle spielt und dass es auch so ein bisschen deswegen nicht weitergeht. Und wie auch bekannt für die Seelenpartner, die brauchen auch manchmal, um diese Gefühle unterzudrücken, versuchen die auch dann mit neuen Kontakten, mit neuen oberflächlichen Beziehungen, vielleicht diese tiefe Liebe ja zu kompensieren, dass die sagen, ach, das ist ja Gefühlsduselei, die können damit überhaupt nicht umgehen und gehen dann auch andere Beziehungen ein. Und dennoch sind das aber Lernpartner für diejenigen, damit die wirklich erkennen, dass die im Herzen, also in der Seele, doch die Sehnsucht nach euch, nach dir haben, ja? So, und was ist jetzt bei ihm blockiert? Also die Wurzelchakra, den Scheinwaren. Deinem Wunschpartner fällt es unheimlich schwer, sich aus Beziehungen zu befreien, selbst dann, wenn sie toxisch sind und ihn regelrecht krank machen. Er glaubt, er persönlich als Mann hätte dann versagt und redet sich ein, dass es schon besser werden wird, oder? Aber er lebt noch nach dem Motto, lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Sollten auch noch Kinder mit im Spiel sein. So hat er von seinen Eltern gelernt, dass man zusammenhalten hat und ihnen eine Trennung nicht antun darf. Man muss den Schein wahren. Er wartet also lieber ab, bis sich seine Partnerin trennt, damit er nicht am Ende der Buhmann ist. Also es kann auch für viele stimmen. Ja, diesen Schein wahren, das heißt dann noch, also im Ego sein, ja, also alles Friede, Freude, Eierkuchen, so im Außen und im Inneren, also ist ein Vulkan unterirdisch, so ungefähr musst du dir das vorstellen. Also das war jetzt die Tagesbotschaft für deinen Seelenpartner und schauen wir jetzt, wie es bei dir so aussieht, was du denkst, was du fühlst, was dich bewegt. Und du bist heute ja in Ich Bin, ja? Ich bin in Einheit mit allem, was ist. Ich bin, dass du mehr bei dir ankommst, mehr bei dir bist. Also, dass du nicht in Bedürftigkeit bist, dass du wieder in deine Kraft kommst, in deine Stärke kommst. Ja, also ich bin, ist ein sehr, sehr kraftvoller Satz, also eine kraftvolle Aussage. Also das hat schon ein Gewicht, ja. Verzichte auf Ego-Spiele, beende dein Streben nach Achtung und Wertschätzung und Bejubelung, denn all das entfernt dich von dir selbst. Das brauchst du nicht, das weißt du schon. Du brauchst nicht diese, ja, du bist toll und du bist wunderbar und das brauchst du nicht. Du kennst deinen Wert, ja. Dein Leben fordert von dir, dass du tatsächlich du selbst bist. Sei du selbst, denn als der, der du wirklich bist, hast du etwas Wesentliches in diesem Lebensspiel zu erfüllen. Lebe nicht in Kompromissen, um Anerkennung zu gewinnen oder um geliebt zu werden. Lebe und verwirkliche das, was dir wirklich entspricht. Also, dass du dich da auch nicht erschüttern lässt, dass du so bist, wie du bist und in deine Kraft kommst und das lebst, was du fühlst, was du denkst und nicht in diese Bedürftigkeit bist, sondern dass du das auch deine Kraft ausstrahlst, ja? Schauen wir, wie geht es weiter? Hier kommt Selbstachtung. Ja, wie ich das auch gesagt habe, achte dich selber. Ich liebe und achte mich selbst und den Weg, den ich gewählt habe. Also, dass du mehr bei dir ankommst, mehr in deine Selbstachtung kommst, ja?
So, liebe den Menschen, der du bist. Ich glaub's nicht. Du bist ein göttlicher und wunderbarer Mensch und hast alles Schöne verdient, was das Leben zu bieten hat. Also es spielt hier heute besonders bei dir das Selbstwert eine Rolle, dass du dich wirklich selber liebst, so wie du bist. Ja, dann brauchst du das auch nicht so im Außen. Und höre auf deine Intuition. Heute, was dir deine Intuition zuflüstert, sei es in Gedanken, in Geistesblitzen oder im Gefühl, folge deine Intuition, höre auf deine Intuition. Und hier kamen zwei Karten. Die erste ist Engel für Ruhe und Leichtigkeit. Ich strebe nach Ruhe und Leichtigkeit und bin in Harmonie. Dass du in der Leichtigkeit bist, dass du nicht sagst, oh, wenn er sich jetzt nicht meldet, dann ist Schluss oder dann ist das und das. Nein, komme in deine Leichtigkeit, genieße das. Und da unterstützt dich auch hier noch Erzengel Zadkiel. Also wirklich, der steht dir zur Seite, dass du wirklich auch vergeben kannst für all das, was mit deinem Seelenpartner auch ist und auch für dich selber. Also mit deiner Hilfe vergebe und erlöse ich. Und indem du vergibst, hast du auch schon einige Themen erlöst. Ja, dann bist du auch im Frieden mit allem. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und hier kamen zwei Karten. Also die Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Bei einigen wird das so sein, aber also diese Kinder deute ich jetzt auch mal an, dass es kann ein Beruf sein, das einen Einfluss auf dein Liebesleben hat. Kinder natürlich kann auch eine Familie sein, die dann noch Einfluss auf dein Liebesleben hat. Natürlich können das auch Projekte sein, etwas, ein neues Projekt, was jetzt begonnen wurde, kann Einfluss auf dein Liebesleben haben, ja. Und natürlich die Finanzen und Karriere. Also es passt auch mit Karriere zusammen. Schau mal, finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf deinen Liebesleben aus. Also beides. Also entweder auch Kinder oder aber auch Finanzen und Karriere, dass die auch in gewisser Weise einen Einfluss auf dein Liebesleben haben. So, hier kamen auch zwei Karten. Und ja, da kam die Karte Versorgung. Also bei dir, materielle Bedürfnisse bestimmen den Lebensweg. Also für dich ist es wichtig, dass du weißt, wo du dran bist. Ja, dass du weißt, das habe ich jetzt, also so diese materielle Bedürfnisse, dass du versorgt bist, also spielt für dich auch eine Rolle. Ja sicher, du musst auch deine Miete und alles bezahlen, musst du auch wissen, kannst jetzt alles nicht, also einfach so ohne Plan gehen, ja. Und da spielt auch die Romantik eine Rolle. Heute bei dir öffne deine Sinne für das Fantastische. Also es geht hier darum, dass du heute in dieses Gefühl der Romantik kommst und auch gar nicht so viel über diese materielle Bedürfnisse nachdenkst. Natürlich braucht man materielle Bedürfnisse, aber inwiefern, ja, so dass du darüber nicht so viel nachdenkst und mehr ins Vertrauen kommst, dass irgendwie für alle gut gesorgt ist, ja, also von Universum wird für alle gut gesorgt und dass du mehr in diese Vertrauen kommst und in das Gefühl der Romantik, ja. Und hier, du hast das Gefühl von Kälte, vom Winter, von Kälte. Trotz dieser Hitze hast du in diesen Seelenpartnerbeziehung irgendwie das Gefühl, mein Gott, das ist ja Wahnsinn, also warum geht das nicht weiter? Das ist ist einfach wie erfroren das Ganze, es passiert nichts, es geht nicht weiter, ist wie im Winter, ja? Und du wünschst dir diese Beschleunigung, ja? So, jetzt schauen wir, hier kamen auch zwei von diesen Karten.
Und schau mal, hier kommt die erste Karte und das finde ich, das passt wirklich und ergänzt das Ganze. Also Mutter Maria, Gottesmutter, Mutter Erde, versorgt und getragen in unermesslicher Liebe. Also, dass du in dieses Gefühl hineinkommst, wirklich versorgt zu sein, in Liebe versorgt zu sein, dass es für dich ja, gesorgt wird und dass du dich immer wieder mal mit Mutter Maria auch vielleicht verbindest, so in Meditation, ja. Und hier kam noch Sanat Kumara und Lady Venus, alles ist bereit in dir. Einfach entfache den göttlichen Funken in der Dualitätseinheit. Also es geht hier darum, dass du ja, diese göttliche in dir und in jedem um dich herum erkennst, also diesen Funken und diese Einheit, also diese Dualitätseinheit, dass wir alle miteinander auch verbunden sind. Ja, so wie geht es an? Nee, hier sind noch die Amos-Botschaften und da kam für dich eine Verwandlung, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Auch wenn du das im Außen nicht so wahrnimmst und auch nicht so siehst, dennoch passiert sehr viel hinter den Kulissen und dieser Vollmond, der war so kräftig, das zeigt sich auch im Außen wirklich mit diesen Temperaturen. Also mit diesem Mondfinsternis und auch allgemein mit diesem Zeitqualität siehst du auch, wie viel sich hinter den Kulissen doch bewegt, wie viel da doch passiert, ja. Und du spürst hier diese Verbundenheit. Dein Wunschpartner fühlt sich dir sehr verbunden und er will dich einfach nicht aufgeben, nicht verlieren. Du bist geliebte, beste Freundin in einem für ihn. Bei dir kann er sich einfach fallen lassen. Ihr seid wie durch eine unsichtbare Nabelschnur miteinander verbunden. Ihr werdet euch niemals verlieren. Selbst wenn lange Zeit seit letztem Kontakt vergangen ist, sende deinen Wunsch, mit ihm vereint zu sein, ins Universum ab und es wird geschehen, vertrau darauf. Also es geht darum, dass du dich auch so zu deinem Seelenpartner so verbunden fühlst und egal was passiert, also so in deinem Alltag oder so hast du das Gefühl, mit ihm könntest du alles teilen, mit dem könntest du das alles besprechen. Also da ist so eine wahnsinnige Nähe einfach da und ja, also du wirst hier aufgefordert, deinen Wunsch ins Universum zu schicken, ja. So, und was ist bei dir blockiert? Also deine Kronenchakra, also Spiritualität, göttliche Führung und Erleuchtung, Gefängnis der Sehnsucht. So, ich übersetze das gleich auf dich. Also dein Wunschpartner hat extrem große Sehnsucht nach dir, von dem er paradoxerweise lieber davonrennt, anstatt auf dich zuzugehen. Er sehnt sich nach eurer tiefen Seelenverbindung, derer er sich dadurch bewusst ist. Er fällt ihm zunehmend schwer, sich seine Rückzüge selber zu verzeihen, weil er eigentlich genauso wie du keinen Sinn darin erkennt. Solange er aber spürt, dass du ihm seine Eskapaden sowieso immer wieder verzeiht, bleibt in seinem sicheren Hafen. Der Distanz heißt, erst wenn du nicht mehr greifbar bzw. erreichbar für ihn bist, dann dich energetisch von ihm entstreifst, wird er sich auf seinen Gefängnis der Sehnsucht befreien, nicht vorher. Also jetzt auch so ein bisschen umgesetzt, auch für dich. Also bei dir ist es auch so, diese extreme Sehnsucht ist da und ist auch bei deinem Seelenpartner da und ja, und also diese Rückzüge sind aber dennoch notwendig, um diesen Prozess weiterzukommen und Dinge zu heilen, ja, und auch wenn das so nicht zu verstehen ist, warum das so schwierig ist, dass Seelenpartner auf dich zugehen,
Ja, ist halt einfach so, weil da noch so tiefe Themen da sind, die du noch bearbeiten musst. Und hier wirst du auch so ein bisschen aufgefordert, dass du dich energetisch von deinem Seelenpartner so ein bisschen entfernst, dass du jetzt in gewisser Weise in Rückzug gehst. Das ist hier von den Karten eine Botschaft. Natürlich ist es immer wichtig, dass du deine Intuition dennoch folgst. Ja, da war auch hier die Karte Folge deine Intuition. Es wird dir empfohlen, dich zurückzunehmen, aber wenn du jetzt intuitiv, ja, einen Impuls bekommst, dich zu melden, dann melde dich, ja. Also das kann dir auch so keine Kartenlegerin oder kein Mensch sagen, dass du sollst immer auf dein eigenes Gefühl hören. So, das war die Tagesbotschaft jetzt auch für deinen Seelenpartner, auch für dich, jetzt am 5. August 2018. Und ich möchte kurz was dazu erwähnen. Also ich habe das jetzt auf Wunsch schon, also gestern und vorgestern vorgenommen. Ich habe Chakrenöffnungen gemacht, also Chakrenausgleich. Und so ist das auch entstanden im Kollektiven, dass ich das diese Woche auch wieder anbiete. Also diesen Chakrenausgleich energetisch mit Reiki. Also wenn jemand da Interesse hat oder das Gefühl hat überhaupt, also nicht ganz in der Mitte sein oder sich nicht gut fühlt, jetzt auch durch das Wetter und, also kann sich gerne bei mir melden über meine Webseite. Das findest du auch, den Kontakt zu mir hier unter dem Video in diesen Infobox. Und also als Wochenangebot gibt es das auch für die Seelenpartnerpaare. Und natürlich gibt es das auch einzeln. Wenn du sagst, mir geht es nicht gut, ich hätte das gerne für mich gebucht, ja, dann buchst du das für dich alleine. Also ich hoffe, dass jetzt bald das auf meine Seite eingetragen wird. Also wenn das heute noch nicht drauf ist in dem Shop, also spätestens morgen wird das im Shop auch sichtbar sein. Also ich sage auch schon vorab so den Preis. Also das war für beide waren das 72 €, also Energiearbeit. Und dieser Chakrenausgleich ist insofern sehr wirkungsvoll, dass du das körperlich spürst, dass du mehr bei dir bist, mehr in deiner Mitte bist, dass du nicht so hin und her schwenkst, sondern mehr bei dir ankommst, dich besser fühlst, auch körperlich, auch seelisch und auch deinem Seelenpartner auch, weil wir sind miteinander verbunden, also wir oder ihr als Seelenpaare und natürlich, wenn es einem schlechter geht, dann übernimmt der andere auch diese Gefühle von dem anderen und natürlich zieht dich das auch gewisse Weise energetisch runter und du weißt ja auch nicht gerade, was bei ihm immer los ist, ja, oder auch gefühlsmäßig, welche Emotionen gerade hochkommen. Deswegen ist sowas sinnvoll. Also diese Chakrenausgleich, also wirklich, das ist auch sehr intensiv. Also ich benutze dazu auch hier wirklich meinen Tensor, verbinde mich mit demjenigen und frage ab, wie die Chakren gerade so energetisch wie die sind. Also es wird mir dann auch gezeigt und dann öffne ich jede einzelne Chakra und behandle das, lade das wieder energetisch auf, schließe das dann wieder zu und hülle euch dann auch in einem gewissen Schutz. Und also diese einzelnen Behandlung ist zu viel gesagt, also diese Energieübertragung, diese einzelnen, wenn du das für dich buchst, kostet das 45 €. So, und natürlich der Monatsangebot hatte ich ja in dem Orakel erwähnt. Also ist diese Rückführung in das vergangene Leben. Natürlich solltest du dafür auch einiges an Zeit einplanen. Ja, also es dauert schon lange, weil da gibt es auch ein Vorgespräch, auch ein Nachgespräch, also 3 Stunden auf jeden Fall.
Also das musst du schon einplanen. Und das ist über den ganzen August in Angebot. Natürlich ist es besser, wenn du dann auch einen Termin buchst, dass wir das auch noch planen können, da ich auch die anderen Termine parallel noch laufen habe, hier auch in meiner Praxis. So, jetzt komme ich zu Ende. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.